Siehst du die Vase? Siehst du die Vase? Wow, das ist doch wirklich ein Prachtexemplar von Vase. So rund 30 cm Durchmesser und hier rein wollen wir zusammen mit dir und mir, dem Blumenmann, einen wunderschönen Wiesenblumenstrauß machen. Ja, was ist ein Wiesenblumenstrauß? Ein Strauß mit so locker flockigen Blüten, wie diese wunderschönen Lisianthusblüten. Dann haben wir hier Tritica, das ist so eine ganz ähnliche Blüte wie eine Lilie, ein wunderschönes Blümchen und den Spray Nelken. Und was wir noch brauchen, ist etwas Massiges für unten in die Basis. Und da habe ich gedacht, nehmen wir eine Hortensie und so zwei schöne Viburnumblüten. Blüten? Nein, es sind natürlich die Beeren von den weißen Viburnum. Viburnum tinus heißen sie auch. Manchmal sind sie bläulicher, manchmal sind sie rötlicher. Wirklich was ganz, ganz Praktisches. Vielleicht hast du so einen Busch im Garten, dann kannst du die nehmen. Es ist so ein wiesenblumenartigen Blumenstrauß und ich mache es ohne Hilfsmittel, also ohne Mühlenbeckia-Holz. Und darum ist es auch so ein wenig ein 1x1, wie man einen Blumenstrauß binden kann. Ich starte einmal mit dem schweren Element für die unten, mit der Hortensie, und lege nun, wie es sich gehört beim Blumenstraußbinden, jede Blüte hier schön übers Kreuz in meine Hand. Das ist dann auch die Spirale und diese Spirale ist das 1x1 der Floristik. Wenn du diese Spirale beherrschst, dann kannst du einen Blumenstrauß machen. Dann kannst du auch problemlos einen Blumenstrauß mit Mühlenbeckia machen, wo du aber dann die einzelnen Blüten in, wie soll ich sagen, die Basis steckst, und wenn du es im Griff hast, die Spirale hier locker zu binden, dann solltest du auch problemlos das mit den Mühlenbeckia hinkriegen. Ich schaue jetzt hier, dass ich da wirklich schön locker flockig jede Blüte schön in Szene setzen kann. Hier unten schaue ich, dass unterhalb meiner Hand gar nichts ist, also kein Grünmaterial und kein Krüsimüsi, oder auch nicht, wenn zum Beispiel da die Zweige so verzweigt sind, dass man da noch etwas nach unten kommen lässt. Also absolut ein No-Go. Wenn ich da jetzt zum Beispiel diese Blätter habe, die muss ich da wegnehmen. So, dass wir wirklich am Schluss kein Krüsimüsi unten bei den Stielen haben. Weil wir die einzelnen Stiele schön in die Spirale legen, geht da unten dann auch wie bei einer Spirale, gehen die Stiele schön auf und so fallen die Blumen schön auseinander. Wir können den Blumenstrauß am Schluss gut zusammenbinden und haben dann eine tolle Harmonie für die Vase. Jetzt sagst du vielleicht, unten sind ja die Stiele noch unterschiedlich lang. Das ist natürlich klar, aber das können wir dann auch mit der Baumschere und einem gut schneidenden Messer ohne Problem enden. Wenn wir jetzt da eine Blüte noch da oben reinmachen wollen, stecken wir sie problemlos in die Spirale rein und haben so auch wieder schön unten die Harmonie belassen. Es braucht natürlich Übung und es braucht auch Kraft, dass man da den Strauß gut halten kann, dass man nicht gleich den Krampf bekommt und dass es dann auch praktisch ist, die Blumen noch reinzulegen. So, wir haben mal das Gefühl, das passt so. Wir schneiden die Stiele mal ab, nehmen ein gut schneidendes Blumenschneidemesser und können so jeden, aber wirklich auch jeden einzelnen Stiel mit dem scharfen Messer abschneiden. Wir schneiden einen schrägen Schnitt, und zwar darum, weil wir wollen, dass die Stiele mehr Öffnung haben und eine größere Leitungsbahnöffnung haben. So können dann auch die Blumen, die so Röhrchen im Stiel haben, das Wasser ganz gut aufnehmen. Jetzt binde ich da mal schön zusammen.
Und du siehst jetzt wirklich, die Blumen fallen schön auseinander. Und das nur, weil wir die Spirale gemacht haben. Test, ob ich gut zusammengebunden habe, wenn ich da mit einem Stiel halten kann und alles noch dran bleibt. Dann legen wir den Strauß mal in die Vase. Jetzt sehe ich, vielleicht noch 7-8 mm ist die Stiellänge zu lang. Schneiden wir mal so 1 cm ab. Abschneiden kann man immer noch. Ich nehme da den dicken Stiel, der etwas verholzt ist, mit der Schere. Dann geht es auch etwas einfacher. So. Nun siehst du, haben wir diesen locker flockigen Blumenstrauß schön eingestellt. Du siehst, wie sich die Blumen schön entfalten, aber das ist nur, weil man die Spirale gemacht hat. Wenn ich jetzt die Blumen so schön parallel einfach in die Vase geworfen hätte, dann würde das nie so toll aussehen. Ja, ich hoffe ganz fest, dir hat diese Idee mit den locker flockigen Blumen fast wie einem Wiesenstrauß gefallen. Man kann da natürlich durch den Garten laufen und einfach irgendwas zusammenramisieren, aber ich sag dir, sowas geht fix und fertig schnell, wenn man die Spirale beherrscht und wenn man die passende Vase hat und das Auge, dass es dann am Schluss eine tolle Harmonie gibt. Ich glaube, du kannst da einen Daumen nach oben lassen und hast mal wieder neue Inspiration vom Blumenmann erhalten. Mache ich mich weiter an die Arbeit und sage dann Tschüss und weg, sagt der Blumenmann. Bis zum nächsten Mal wieder.